So, herzlich willkommen auch zur vierten Übung heute. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias Lang. Ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr zuständig. Hallo, auch von mir. Mein Name ist Klaus Küppers. So wie der Tobi bin auch ich freiwilliger Feuerwehrmann hier. Und der Tobi und ich mit Unterstützung des Herrn hier rechts neben mir werden Sie durch die hoffentlich kurzweilige und informative Übung hier führen. Da im Hintergrund sehen Sie noch unsere Feuerwehrmannschaft, die gerade eine Übung machen. Von daher sind die heute mal schon an den Fahrzeugen und müssen nicht mehr sich umziehen wie bei den vorangegangenen Übungen. Klaus, du hast noch ein paar Infos. Ja, meine Damen und Herren, diejenigen unter Ihnen, die bei vorangegangenen Übungen schon hier waren, haben es schon mal gehört. Es gibt pyrotechnische Effekte, das heißt, es knallt, es brennt, es raucht. Bitte nicht erschrecken, gehört alles zur Übung, aber es könnte nötig sein, dass sich jemand die Ohren zuhält oder gerade den kleineren Kindern vielleicht die Ohren zuhält. Des Weiteren bitte ich an der Absperrung, ihr im oberen Bereich zu beachten, dass nachher eventuell Kartonteile durch die Luft fliegen. Also bitte darauf achten, normalerweise kann da nichts schief gehen, aber ein waches Auge darauf haben, nicht dass wir danach so einen Karton im Auge haben. Ja. Was wir Ihnen jetzt zeigen wollen, ist eine Übung zum Thema Verkehrsunfall. Wir sehen hier vorne unseren Herrn Großklaus, der war gerade im Baumarkt, im Turmmarkt einkaufen und belädt jetzt eben sein Fahrzeug. Allerdings nicht so Fachmensch, wie man das normalerweise tun sollte, sondern es gibt da die eine oder andere Schwäche. Und da haben wir auch heute noch einen Gast hier bei uns, das ist der Polizist Wolfgang Thomas. Klaus, du wolltest den Thomas kurz befragen zu dem Thema Ladungssicherung. Ja. Der Wolfgang Thomas ist Ortspolizeibeamter hier in Großzimmern, stationiert in Großzimmern und im Polizeirevier in Dieburg. Und er wird uns jetzt einige kurze Informationen zum Thema Ladungssicherung geben. Wolfgang? Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz recht herzlich. Verstehen Sie mich? Ja? Gut. Ja, Ladungssicherung ist also heutzutage für den Verkehrsteilnehmer eine ganz wichtige Sache. Ladung, die muss also so gesichert sein, dass also für den Fahrer, für den Fahrzeugführer und auch für die anderen Verkehrsteilnehmer keine Nachteile entstehen. Beispiel, die Ladung, die muss also so gesichert sein, Dachträger zum Beispiel oder auch Gegenstände, die auf der offenen Ladefläche oder aus dem Kofferraum ragen, müssen also so abgesichert sein, dass sie bei einer Fahrt nicht verloren gehen, ja. Oder wie auch immer, oder bei einem Bremsvorgang, stellen Sie sich vor, die Ladung ist also Dachträger beispielsweise. Sie bremsen, Sie müssen verkehrsbedingt stark bis zum Stillstand abbremsen, die Ladung fliegt nach vorne oder nach hinten weg. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer, für ihn stellt sich das dann ein Hindernis dar und schon kann es zum Unfall kommen. Ja, und das wollen wir jetzt mal zeigen, wie das dann aussehen kann. Unser Baumarktbesucher hat jetzt die Gasflaschen nicht wirklich fachmännisch im Kofferraum verstaut und macht sich jetzt auf den Nachhauseweg. Müssen wir mal schauen, was da jetzt passiert. In der Zwischenzeit möchte ich noch kurz was erwähnen. Bitte beim Parken immer auch darauf achten, dass Zufahrten für die Feuerwehr oder die Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge bei Ihnen in Ihrer Straße nicht zu sehr eingeengt werden. Das ist etwas, mit was wir uns immer wieder rumplagen müssen und letztendlich hält es zwar uns auf, aber wir sind ja auf dem Weg zu Ihnen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen was überlegen.
Unser Protagonist fährt jetzt hier oben mit dem Fahrzeug entlang und dann wird natürlich sein Fahrzeug, was da oben jetzt fährt, zu dem Fahrzeug, was hier vorne steht. Das müssen wir uns jetzt ein bisschen vorstellen. Ja, du kannst losfahren. Etwas schnell, jetzt ein bisschen, kannst gleich knallen, Achtung. So, der PKW ist jetzt in eine Wand hineingefahren. Das hat natürlich ein böses Ende genommen, das sieht man hier. Deshalb sage ich voll. So, das heißt, wir sehen, das Fahrzeug brennt jetzt auch. Es muss jetzt einer mal die Feuerwehr rufen. Ich leite das mal nicht. Wer möchte das denn mal machen? Wer möchte mal die Feuerwehr rufen? Notruf absetzen. Ich habe zufällig ein Telefon dabei. Wer mag? Wer will? Du? Bist du? Nee. Du? Nee, keiner. Du möchtest. Sehr gut. Weißt du denn die Notrufnummer von der Feuerwehr? 112. Na gut, dann wähle ich dich jetzt mal. Hier brennt noch was am Licht. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Hier brennt ein Auto. Aber ja. Ich weiß nicht, wie. Wo bist du denn, in welchem Ort? In Großzimmern. In Großzimmern. Und weißt du in etwa, welche Straße du als letztes warst? Jetzt ist mir nicht drauf ein. Angelgartenstraße. In der Angelgartenstraße. Und siehst du da irgendwen, der verletzt ist? Nö. Ein Dummy. Genau. Gut, aber der sieht ja genauso wahrscheinlich verletzt aus. Okay. Ansonsten. Gut. Und ansonsten also eine Person, ja, sonst niemand. Ja. Dann halt Abstand von dem Auto, die Feuerwehr kommt zu dir und der Rettungsdienst, ne? Ich leg jetzt auf, ne? Ja, tschüss. So, jetzt wird die Feuerwehr alarmiert. So, jetzt kommt das erste Fahrzeug. Ja, meine Damen und Herren, hier erreicht jetzt der sogenannte KDOW oder auch Kommandowagen der Feuerwehr Großzimmern als erstes Fahrzeug die Einsatzstelle. Das ist besetzt mit dem Einsatzleiter, das ist in diesem Fall auch der Gemeindebrandinspektor und einem Fahrer. Der Gemeindebrandinspektor erkundet jetzt die Lage, damit er die nachfolgenden Kräfte richtig einweisen kann und richtige Arbeitsaufträge erteilen kann. Ja, James, was hast du jetzt da erkundet? Wie ist jetzt die Lage dann im Fahrzeug? So, wir haben Zustand nach Verkehrsunfall. Die Person ist nicht ansprechbar, ist im Fahrzeug eingeklemmt. Das Fahrzeug brennt noch. Gut, okay. Jetzt kommt die Feuerwehr und die erste Maßnahme wird sein, das Fahrzeug zu löschen und dann die Person zu retten. Ja, das ist das Fahrzeug LF1612. Das hat einen Wassertank an Bord. Der Gruppenführer des Fahrzeugs bekommt jetzt hier eine kurze Einweisung in die Lage, die ja vorher schon erkundet wurde. Und kann dann seiner Mannschaft einen Befehl geben. Ja, die Gasflaschen sieht man, die da schlecht beladen waren, die sind aus dem Kofferraum herausgefallen, durch die Scheibe offensichtlich, und haben jetzt auch letztendlich noch die eine oder andere Schwierigkeit davon getragen. Achtung, knallt. Da müssen wir natürlich jetzt warten, bis die Gefahr vorbei ist, bevor wir aktiv werden können, weil wir wollen uns ja nicht direkt in die Gefahr begeben. Nichts passiert, alles was hochgesprengt wird, kommt auch wieder runter.
So, jetzt kann der Druck losgehen, jetzt ist die Gefahr vorüber. Der Gruppenführer, der gibt seinen Befehl an die Mannschaft. Und jetzt wird, wie gesagt, zuerst gelöscht. Dazu kommt ein Angriffsdruck, der unter Atemschutz vorgeht, zum Einsatz mit einem Schnellangriff. Das ist dieser Schlauch, der hier oben runtergezogen wird. Gleichzeitig kommt ein Fahrzeug von der Feuerwehr Kleinzimmern. Schlauch. Hier trifft jetzt das zweite Fahrzeug, das zweite Einsatzfahrzeug ein. Das ist ein Rüstwagen, ein RW1, der ist in Kleinzimmern stationiert, ist besetzt mit einem Trupp, also drei Feuerwehrleuten. Der Fahrzeugführer bekommt jetzt gerade vom Einsatzleiter eine Einweisung in die Lage und einen Arbeitsauftrag. Ja, der Druck und der Atemschutz, der muss schon richtig rangehen am Fahrzeug, um das Feuer löschen zu können. Deshalb haben die auch diese Atemschutzmasken auf, denn der Rauch ist sehr gesundheitsschädlich. Und aus dem Grund tragen die entsprechende Masken. Das Feuer ist jetzt erstmal gelöscht, wie es ausschaut. So, ich habe jetzt hier den Einsatzleiter bei mir. Der wird uns jetzt einen kurzen Einblick in die Lage und seine Entscheidung geben. Schön. So, wir haben als allererstes das Fahrzeug abgelöscht. Das war unsere erste Priorität, sonst können wir selbst nicht arbeiten. Das Feuer ist heute abgelöscht. Die weiteren Gasflaschen müssen gekühlt werden, damit es nicht zu weiteren Explosionen kommt. Und jetzt müssen wir so eine große Öffnung machen, kühlen ab, Gas ab, damit die Person patientengerecht aus dem Auto kommen kann. Danke, James. Gleichzeitig sehen Sie hier, wie die Ablageplätze für das benötigte Werkzeug hergerichtet werden. Das sind einfache Planen, auf denen all die Geräte abgelegt werden, die wir eventuell bei diesem Einsatz benötigen. Das hat einfach den Sinn, dass an dieser einen Stelle dann alles griffbereit liegt und man nichts mehr suchen muss. Das Ganze liegt auf einer Unterlage, damit es einfach nicht verdreckt wird. Das sind ja alles Gerätschaften, die ja technischer Natur sind, die sich bewegen müssen, wo kein Dreck reinkommen darf. Aber zunächst mal sieht man an dem Fahrzeug, es brennt jetzt doch stärker als gedacht. Von daher muss da erst nochmal ordentlich nachgelöscht werden, weil solange das Fahrzeug brennt, können wir natürlich nicht an dem Fahrzeug arbeiten. Ja, Tobi, das ist so wie in der Realität. Da muss man sich jetzt einfach drauf einstellen, muss improvisieren und versuchen, die Lage in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig sehen wir hier, dass der Rettungswagen eingetroffen ist und die Besatzung, die wird sich jetzt daran machen, den Verletzten, sobald wir den aus dem Fahrzeug bergen können, zu übernehmen und wird vorher schon über eine Öffnung, die wir schaffen, die Erstbetreuung für den Verletzten vornehmen. Aber Klaus hat eben was Gutes gesagt, und zwar, man muss natürlich improvisieren, und das ist ja auch eine Eigenschaft, die ein Feuerwehrmann mitbringen sollte. Er muss sich auf verschiedenste Situationen einstellen können und diese dann auch bewältigen können. Das heißt, es läuft nicht immer alles nach Lehrbuch ab. Das ist klar, jeder Brand, jeder Einsatz ist anders. Man muss sich jedes Mal neu auf die Situation einstellen und entsprechend die Situation auflösen. Ja, Tobi, genau so ist es. Zwar ist es ganz wichtig, dass man ein stabiles, breit aufgestelltes Ausbildungsfundament hat, aber jede Einsatzlage ist dann doch so verschieden, dass man einfach improvisieren können muss. Aber ich bin mir sicher, dass hier im Publikum viele Erwachsene sind, die auch Improvisationstalent haben und die wir gerne in unseren Reihen hier begrüßen würden. Halten Sie sich nicht zurück. Kommen Sie mit Ihrem Eintrittswunsch ruhig zu uns. So, das Feuer scheint jetzt weitestgehend unter Kontrolle zu sein. Raucht noch, das ist normal. Und jetzt kommt der sogenannte Leitgerät zum Einsatz, mit dem jetzt oben das Dach abgetrennt wird. Ja, Tobi, diese hydraulischen Geräte,
die haben schon eindrucksvolle Leistungsdaten, aber die Feuerwehrleute, die die bedienen müssen, die müssen die auch beherrschen. Gleichzeitig bleibt ein Druck unserer Feuerwehr auch in Bereitschaft, um das Fahrzeug sofort wieder abzulöschen, falls es sich wieder entzündet. Das passiert leider häufiger. Was man hier jetzt noch sehen kann, die Frontscheibe wird jetzt eingesprüht oben, damit man die wegsehen kann. Die wird dann rausgesägt aus dem Fahrzeug. Wichtig ist, dass jetzt immer bei der Person, wenn wir jetzt in dem Moment Anfall, weiß das noch, dass da drauf halt nicht unbedingt machen, immer jemand dabei ist, der auch dem Menschen, der in dem Fahrzeug eingeklemmt ist, erklärt, was da gerade passiert. Wenn Sie sich mal in die Lage versetzen, Sie sind mit einem PKW verunfallt und sitzen in dem Fahrzeug und plötzlich stehen da fünf Leute mit Uniform um Sie herum, die am Fahrzeug möglichst wenig natürlich wackeln, aber natürlich ein Stück weit wackeln, und auf Sie zukommen, muss jemand bei Ihnen sein, der Ihnen erklärt, was dort passiert. Und eben die Angst, die Sie dann wahrscheinlich in dem Moment haben werden, sich noch zu verschlimmern. Ja, das fällt unter das Thema psychische Erste Hilfe, denn wir können ja den Verletzten, der sich wahrscheinlich im Schockzustand befindet, nicht einfach sich selbst überlassen und uns nur auf die Technik konzentrieren, sondern der Verletzte muss permanent betreut werden, um ihm die Angst zu nehmen. Denn auch Angst kann lebensbedrohlich sein. Sodass ich jetzt die Fahrertür nicht mehr von alleine öffnen ließ, wurde die jetzt vorne abgestreift. Das bedeutet, vorne da, wo normalerweise das Scharnier ist der Tür, wurde das Gerät angesetzt und die Tür wurde an der Stelle einfach aus der Verankerung gerissen. Gleich passiert jetzt hinten, sodass man jetzt eine sehr gute Zugangsöffnung für den Patienten geschaffen hat, über welche dann der Notarzt oder der Rettungsdienst dann eben auch die Person versorgen kann. Die abgetrennte Tür, die wird jetzt auch zu einem bestimmten Platz getragen. So wie wir Ablageplätze für unser Werkzeug haben, schaffen wir jetzt auch einen improvisierten Ablageplatz für die Teile des Fahrzeugs, die wir abtrennen mussten. Denn wenn wir die alle am Fahrzeug einfach auf der Erde liegen lassen würden, wäre die Unfallgefahr für die Leute, die ums Fahrzeug arbeiten müssen, viel zu groß. Ja, Tobi, ich sehe gerade, der Rettungsdienst hat da sowas in der Hand, bewegt sich auf den Patienten zu. Da könnte man vielleicht auch was dazu sagen. Ja, das ist ein wichtiges Instrument, das muss man natürlich auch der Person erklären. Das ist ein sogenannter Stiffneck oder ein Nackenwirbelschutz. Der Hintergrund ist natürlich, dass bei solch einem Verkehrsunfall die Wirbelsäule durchaus sehr stark in Beeinträchtigung kommt. Und damit kann man eben verhindern, wenn die Person jetzt aus dem PKW gerettet wird, dass der Kopf in einer relativ stabilen Lage bleibt, um weitere Verletzungen an der Wirbelsäule eben einfach zu minimieren. Ja, danke Tobi. Auch diese Arbeiten, wie zum Beispiel mit dem Stiffneck, gehören zu der fast täglichen Arbeit der freiwilligen Feuerwehrleute. Also das können wir auch nicht einfach dem Rettungsdienst überlassen, sondern müssen da selbst qualifiziert mit Hand anlegen können. So James, dann erklär uns mal, wie die Lage sich jetzt darstellt. So, wir haben das Fahrzeug erstmal stabilisiert, mit unterbaut. Wir haben für den Rettungsdienst eine Betreuungsöffnung geschaffen. Die haben erste Maßnahmen ergriffen, damit wir den Patienten später retten können. Und jetzt muss das Dach vom Fahrzeug entfernen. Danke James. Da vorne wird jetzt wieder ein Schneidgerät angesetzt. Ein Schneidgerät hier von den Großzünderkameraden. Auf der anderen Seite wird, wenn ich das von hier richtig erkennen kann, auch nochmal die Tür abgetrennt von den Kameraden aus Kleinzimmern. Da kommt schon schweres Gerät im Einsatz. Weißt du, wie schwer so eine Schere ist? Hydraulikaggregat. Es hat so circa einen Zentner, gerne auch etwas mehr. Sie sehen ja, dass wir das mit vier Leuten tragen. Das machen wir nicht, weil zwei auch gereicht hätten, sondern wir müssen ja auch einigermaßen ergonomisch arbeiten. Denn wenn hier zwei Leute ausfallen, weil sie einen Bandscheibenvorfall an der Einsatzstelle bekommen, dann haben wir niemandem mehr helfen können, sondern benötigen Selbsthilfe. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck unserer Arbeit. So, jetzt sieht man, dass das Dach
angehoben wird. Da kommen jetzt mehr Feuerwehrleute zum Fahrzeug, damit das Dach angehoben werden kann. Und das Dach wird jetzt nach hinten abgenommen und jetzt ist die Person letztendlich von oben frei zugänglich. Der Rettungsdienst kommt auch besser an die Person ran und das Dach wird wieder hier vorne auf der Schrottablagestelle abgelegt, damit es auf dem Weg ist. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, manch einer hat vielleicht mal heimlich auf die Uhr geguckt, wie lange wir denn jetzt gebraucht haben. Das Fahrzeug ist ja jetzt nicht stark deformiert. Oft ist es bei Unfällen ja so, dass das Fahrzeug total deformiert ist, auf der Seite oder auf dem Dach liegt. Dann dauert das alles sehr viel länger als das, was Sie jetzt hier sehen. Man spricht bei solchen Einsätzen auch von der goldenen Stunde. Das heißt, es ist schon als erfolgreich anzusehen, wenn wir den Verletzten in einer kürzeren Zeit als in 60 Minuten aus dem Fahrzeug befreien konnten. Und das ist manchmal trotz der schweren Geräte, gerade mit den heutigen modernen Fahrzeugen mit Seitenaufprallschutz und allen Sicherheitsfeatures, viel, viel anstrengender und beschwerlicher, als man das glaubt. Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, auch wenn jetzt der Unfall nicht auf den ersten Blick nicht so stark war, die Füße von unserem Dummy sind leider noch eingeklemmt. Aus dem Grund wird jetzt hier ein Rettungszylinder eingesetzt. Dieser Rettungszylinder klappt das Fahrzeug nach vorne ab und dadurch lassen sich dann noch die Füße des Eingeklemmten befreien, damit es eben möglich ist, die Person dann eben aus dem Fahrzeug herauszuholen. Was Sie auch vielleicht bemerkt haben, ist, dass nicht alle Feuerwehrleute jetzt gleichzeitig mit anpacken können. Aber die Situation verändert sich permanent und jede Sekunde kann es wieder notwendig werden, dass an einer anderen Stelle mit angefasst wird. So, der komplette Vorderwagen des Fahrzeugs wurde jetzt nach vorne gespreizt. Dadurch haben wir im Fußraum sehr viel Platz gewonnen. Jetzt kommt der Rettungsdienst mit einer sogenannten Schaufeltrage. Hier könnte auch ein sogenanntes Spineboard zum Einsatz kommen. Das ist den geneigten Zuschauern amerikanischer Vorabendserien bestimmt ein Begriff. Auch sowas kann eventuell verwendet werden, um es hier im Fahrzeug schon wirbelsäulenschonend unter dem Verletzten zu platzieren, um ihn dann aus dem Fahrzeug zu bewegen, ohne dass speziell die Wirbelsäule noch weiteren Schaden nimmt. So. Jetzt wird die Person rückwärts mit vereinten Kräften auf diese Schaufeltrage verbracht und kann damit aus dem Fahrzeug gerettet werden. Jetzt wird natürlich die Person zunächst mal aus dem Gefahrenbereich gebracht. Das ist auch ganz wichtig zu der bereitstehenden Trage vom Rettungswagen. Vielleicht denke mal, das ist mal einen kurzen Applaus wert für die Leute, die jetzt die Person retten konnten. Ja, gehen Sie noch nicht weg. Ich glaube, in dem Fahrzeug, da ist immer noch was, was vielleicht explodieren kann drin. Also die Pyrotechnik signalisiert noch ein weiteres Schmankerl für die Ohren. Bitte stellen Sie sich darauf ein. Kinder, es wird nicht geflennt. Am besten einfach die Ohren zu halten. Ja, gleichzeitig wird die Person jetzt hier vorne, man kann das nochmal sehen, unseren Dummy. Der hat schon einiges mitgemacht, einige Übungen, viele Übungen mitgemacht, nicht nur Verkehrsunfälle, auch andere Übungen. Wird jetzt hier zum Rettungswagen gebracht, um dort die weitere Versorgung dann vornehmen zu können. Den hätten wir natürlich jetzt auch interviewt für Sie, aber aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unterlassen wir das jetzt.
So, welche Verletzung hat denn der Gute? Muss er jetzt ins Krankenhaus oder was machen wir mit dem jetzt? Alle Fälle im Krankenhaus. Wir gehen mal sehr stark von dem Hirntrauma aus. Er ist auch bewusstlos, nicht ansprechbar. Weiter Behandlung im Krankenhaus. Ja. Gut. Bei der Pyrotechnikgruppe gibt es auch Bewegung. Dass die Übung dann eventuell mit einem Paukenschlag zu Ende gehen könnte. Ja, die Anzeichen verstärken sich. Der war dann wohl gerade noch rechtzeitig, Klaus, die Rettung, ne? Ja, ja, ich denke, wenn da jetzt noch am Fahrzeug was explodiert, hätte es für den armen Dummy schlecht ausgesehen. Die Spannung steigt. Alle wach? Da muss noch eine Gasflasche im Kofferraum gewesen sein. Ja, Tobi, wir haben wahrscheinlich nicht richtig mitgezählt. Ne? So viel zum Thema Ladungssicherung. Ja, das wird gewesen sein. So, jetzt löschen wir das Fahrzeug noch ab. Vielleicht an der Stelle mal einen Applaus für die Pyrotechnik, die das hier toll gemacht haben heute den ganzen Tag. Das ist die Pyrotechnikgruppe des Landkreises Bergstraße. Hier vorne steht der Chef. Der hier mit Argusaugen überwacht, dass hier nichts passiert. Das ist der Matthias Frank. Matthias, wink mal. Der muss gerade fotografieren. Ja. Der sagt jetzt auch nochmal zwei, drei Worte dazu. Kelly. Ja, vielen Dank, dass wir bei euch hier heute zu Gast sein durften. Von der Pyrotechnikgruppe des Kreises Bergstraße. Und hier kommen nochmal alle Helfer zusammen. Und einen Augenblick. Ja. Ja, nochmal ein Applaus für die Jungs hier, die wirklich eine tolle Show heute organisiert haben mit uns zusammen. Zugabe. So, Kameraden, habt ihr für uns eine super geile Show gemacht? Applaus war verdient und war wert. So, ich brauche noch einen ganz großen Applaus, und zwar unseren Bürgermeister, und alle haben gedacht, ein halbes Jahr Planung, halbes Jahr Vorbereitung, aber die meiste Vorbereitung haben zwei Kameraden gemacht. Und Tobias Lang und Marcel Köhn. Marcel, komm bitte her. Ihr habt es super gemacht. Die haben sich wöchentlich getroffen, in den letzten paar Wochen wahrscheinlich täglich. Marcel war sogar auf der Verwaltungshochschule in Rheinland-Pfalz. Trotzdem abends nach Vorlesung am Wochenende hat er diese Veranstaltung hier für uns, für Sie geplant. Und ich kann sagen, ohne euch wäre das heute nicht so gewesen. Vielen, vielen Dank. Aber auch mich und die ganze Mannschaft der Feuerwehr Großzimmern, Kleinzimmern, Rettungsdienst und alles, was heute hier vor Ort war. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt drüben, wir haben noch Getränke, soweit ich da richtig informiert bin, und Essen gibt es wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Wir sind jetzt heute fertig, bauen jetzt hier zurück. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.